Jetzt erstmal eine kleine Cutscene, ein bisschen Lore. Ja, dafür, dass ich gesagt habe, kriegen wir in vier bis wenn wir 4 Stunden hier oben haben, das Master-Set. Ja gut, ich habe aber 5 Stunden vorher gesagt, dann habe ich mich mit der Zeit vertan. Komm, mit 5 Stunden, das kommt gut hin. Ach so, man bleibt dann in der Cutscene drin. Ja gut. Das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass ich das mache. Ja, aber mal sehen. Ist mir noch nie passiert. Habe ich auch noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Wenn Träume wahr werden. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Ja. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Sondern desto länger der jetzt redet, desto länger sind die wieder weg. Antworte mir. Tja. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Na. Das ist schon ein cooles Pferd, ne? Ah. 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 Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. So, und Link ist tot. Spiel zu Ende. Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Die Kameraposition ist auch echt interessant gewählt. Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Okay. Tschüss. Ja. Jetzt kommt der böse Blick. Komm, böser Blick. Ja. Ah. So, wieder Friede, Freude. Uns kurz die Ocarina ab. So. Ey. Ein bisschen zu überambitioniert. Ja, ich glaube aber, Nyrus Love, das ist doch der Schutz, ne? Den, benutze ich sowieso nie. Also ich wüsste nicht, wann ich den das letzte Mal im Spiel benutzt habe. Oh. Noch mehr Lore. War krass, dass man das kann. Wusste ich auch nicht. Was? Kannst du mich hören? Ich bin es Zelda. Ja. Ich höre dich. Boah, diese Bildfragmente da oben. Was? Nun, da du die Ocarina in den Händen hältst. Habe ich die überhaupt hier? Nee, die habe ich in der Vitrine. Schade. Bin schon so weit entfernt. Ich versuche auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich die Ocarina übergeben und diese Melodie. Ja, sorry, ich musste ein paar Sachen sammeln. Ist auch ein echt tolles Lied. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Ja! Schön! Läuft doch sehr, sehr gut. Wohlan, Bass, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitalter.
Schön, dass wir auch hier teleportiert werden und nicht mehr im Wasser sind. Gut. Damit geht's ab. Und zwar geht's ab. Wir werden jetzt noch zwei, drei Sachen machen. Als erstes werden wir gucken, also das können wir nicht, ich weiß nicht, können wir das jetzt schon machen? Müsste eigentlich ja auch gehen, ne? Oh, was? Hey, ein Kunde! Willkommen, ja, mache ich. Also ich habe übrigens eine Sache vergessen, das machen wir gleich. So, was kriege ich? Ja, die große Bombentasche, sehr gut. Den nehme ich doch mit. Wenn ich C ab in dem Raum mache, ich finde... Wo, wie, was? Das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh! Weg, Huhn! Hau ab! Hey! Werd nicht frech! Komm, so. Das ist mir noch nie passiert. Und ich spiele das Spiel schon voll lange. Ah, jetzt geht's. So, bitte, beste Ausgangsposition. Ja! Nein, dickes Huhn, geh weg! Ja. Ho. Wieso? Ja, das ist zu spät. Wieso denn nicht? Hä? Okay. Ja, ich glaube, es gibt noch ein Herzteil, ne? Das will ich nicht. Das will ich. Ja, ist egal. Wir versuchen es trotzdem. Ja, gut. Um 100% zu kriegen? Wie meinst du das? Wieder? Ach so, ja. Nö, alles gut. Ich versuch's ja ein bisschen mehr casual, wie gesagt, zu machen. Konnte man hier ein Herzteil kriegen? Ja, okay. Ja. Ich wollte nur fragen. Ja, der zweite war das. Ich dachte, es war das dritte, aber ja. Aber trotzdem haben wir echt Glück heute. Das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh, das war... Ne, war genau richtig. Nein, Huhn, hau ab! Das war auch zu früh. Einiges an. Ey. Ja. Oh, und dann geht das andere wieder im Weg. Ja, ist ja egal. Auch keine Bombenschuss. Ist doch gar nicht für was. Nein, dickes Hühnchen, hau ab. Oh. Okay. Frage ist halt nur, wenn das Ding woanders ist bei der zweiten Runde, die Position zu finden, ist echt immer für den Arsch.
Ah! Immer für'n Arsch. Ach. Und da sind wir im Arsch. So, also es gibt die Möglichkeit, entweder am Rand zu sein oder schräg. Also ich konnte das mal beides. Aber ich glaube, das war einfach so. Oder willst du mir zeigen, wo ich am besten mich positioniere oder was? Na, das war aber schon fast. Das ist zu weit links. Ich nehme das zu weit links. Ja? Ach Mann, komm. Tada! Ach, ich versuch's einfach so. Alles gut. Jetzt muss ich nur den Rest schaffen. Ja, das Spiel habe ich früher aber auch so oft einfach angemacht. Also hier diese Dinger, dass wir angeln. Ich habe so viel geangelt. Deswegen haben wir vorhin ja auch ohne Probleme die ganzen Angelsachen einfach gekriegt. Diese Kackhühner, ne? Mann, das ist doch nicht wahr! Ja, dann ist das so. Komm, kleines Huhn. Ja, nein, das dicke Huhn! Nein, ich möchte das nicht machen. Ich möchte das random weitermachen. Mir macht das am meisten Spaß. Problem ist halt nur, wie gesagt, wenn man hier nur Kacke kriegt. Ja. Ach komm. So, das hätten wir. Und schade, dass es randomized ist so. Aber so ist das dann. Wir haben da ein bisschen Spaß. Und die große Bombentasche haben wir auch schon. Das ist alles gut. Also da haben wir echt Glück heute. Ich bin noch nicht mit den Hühnern, aber hey. Ja. Habe ich mir aber auch gedacht, dass das so eingestellt ist beim Randomizer. Wäre es ja richtig nervig. Okay, sollte da doch ein bisschen warten. Jo. Hey, so kriegen wir ein bisschen Geld. Komm. Ja, nee, alles gut, aber wie gesagt. Ich will ja den Witz vom Spiel so weit da drin haben.
raus kann ich auch nicht, ne? Gab's nicht so mal einen Trick, dass das sowieso immer dann passend trifft? Ach so, Shield Drop geht auch. Ach so, und jetzt habe ich keine Rubine mehr. Okay. So, wo ist denn jetzt R2? Meinst du den da? Ja. Also die Streifen und die Kuppel so einigermaßen. Aber wenn die Schrift. Die Schrift erinnert ein bisschen an Basic. Ein bisschen. Naja. Ja gut. So, dann. Achso, genau, wir müssen noch. Ich hoffe, das ist doch da. Ich weiß, wir machen kein Lore-Run, aber hey, ein bisschen nehmen wir mit. Ah, ist schon weg. Nee, Moment, der ist ja ein weiter, Entschuldigung, der ist ein weiter. Na, blöd. Aha! Die ganze lustige Stadt. Yep, Star Wars ist Hauptfranchise bei mir. Mit Zelda, Harry Potter und, Herr der Ringe eigentlich auch. So, der Junge aus dem Wald, ja. Endlich treffe ich dich. Ich muss dir etwas mitteilen. Ganondorf, der Herr der Gerudo, hat unseren König verraten. Impa hat die Gefahr erkannt und ist mit Prinzessin Zelda aus dem Schloss geflüchtet. Ich habe versucht, Ganondorfs Leute daran zu hindern, ihnen zu folgen, aber ohne Erfolg. Die Prinzessin hat auf einen Jungen aus dem Wald gewartet. Auf dich, sie wollte dir etwas geben. Wenn du es hast, dann eile zur Zitadelle der Zeit. Und tot. Er rührt sich nicht mehr. Ich liebe es immer noch, ne? Das ist übrigens ein Easter Egg, das wissen die meisten nicht mit denen. Und ja, ich finde es halt so lustig. Besonders wenn man den Manga, ich weiß, der Manga ist nicht Canon, aber wenn man den Manga liest und es ist wirklich eine große Schlacht hier und Link rennt zur Zitadelle der Zeit, um alles zu richten. Und hier im Spiel ist das so, ich weiß, das Manga erschien auch später, aber hier ist das einfach so. Ne? So. Ja, Rowling mag ich halt auch nicht. Aber wer mag die schon, sag ich mal. Also ich mag auch die Werke, auch wenn ich damit... Ja, ich sag mal... Bin damit halt aufgewachsen und für mich ist das immer noch der beste Zufluchtsort für mich so. Deswegen, da habe ich auch jahrelang so viel zu gelesen. Moment. Das waren die Blumen. Das sah aus wie so ein Hund. Aber ja. Ja. Das ist halt die Sache. Ja, und bei Star Wars ist so, ich lese halt unglaublich viel dazu. Ich bin auch tatsächlich ein Freund von Kanon. Also ich bin auch nicht mit allen zufrieden und so, aber ich sag mal, anstatt dass ich dann sage, es ist halt prinzipiell scheiße, lese ich mir dann eher die anderen Sachen durch und im Prinzip damit wird es dann irgendwie interessant und macht dann auch irgendwie Spaß. Und für mich ist das dann auch wieder wenigstens ein gutes Gefühl. Und den Rest kann man sich dann irgendwie zusammenklamüsern und ja. Ich habe das nicht gespielt, das Hogwarts-Spiel, aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also zumindest im Unterhaltungswert und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Ja, Endor mochte ich auch. Sag mal, mein Star Wars-Geschmack werde ich jetzt nicht sagen, weil ich dann sowieso wieder keiner Interesse hat, aber naja. Ich kann eigentlich mit jeder Sache von Star Wars was anfangen. Ich glaube, der einzige Film, der mich wirklich, wirklich nur wütend macht, und das ist halt der letzte. War sonst ganz gut. Nee, ich mag die Prequels, um ehrlich zu sein, nicht so sehr. Ich finde die okay. Also ich mag den ersten recht gern, ich gucke den gern, aber alleine den dritten, ich finde den echt anstrengend zu gucken. Das sind keine guten Filme. Die sind gute Lore-Filme, die sind gute Filme, um halt die Welt zu beleben, aber die sind filmtechnisch nicht gut. Die sind aus filmtechnischer Sicht absolute Grütze. Der erste, wie gesagt, der hat noch seine Sachen, der zweite ist auch okay, aber die straucheln halt alle
an der Arbeit von George Lucas, weil George Lucas ist einfach kein guter Regisseur. Ist er nicht. Das sagt er aber auch selbst. So. Hallo, mein süßer Bass, ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Also ich finde die jetzt nicht absolut scheiße, ich finde die jetzt aber auch nicht mega gut. Also ich finde die halt, wie gesagt, auch wieder Fall von bin ich mit einigermaßen aufgewachsen. Ich mag halt die Originals lieber als die Prequels, aber ja. Ja, ich meine einfach, die Welt wurde belebt. Aber ja, ist ja so eigentlich. Mit Yoda, die dürfen nicht älter sein als, ich glaube, Obi-Wan war ja schon einer der Ältesten und ich glaube, der ist mit 5 sogar da reingegangen. Die dürfen nicht früher aufgenommen werden. So. Oder meinst du das jetzt mit Episode 5, weil da sagt er ja auch, der ist zu alt. Aber Yoda ist eh ein Arschloch. Also Yoda ist ein komplettes Arschloch. Besonders wenn man sich die Bücher durchliest. Das ist so ein Typ. Weiß ich nicht. Der ist einfach so, der ist so festgefahren und der ist ja auch einer der Hauptgründe, weshalb der Orden auch dann später ruiniert ist. Besonders wenn man sich dann in Kontrast High Republic, also ich habe nicht High Republic viel gelesen, aber ich habe mir ein bisschen Zeug dazu angeguckt. Ich habe nur ein Buch davon gelesen. Wie die Jedis eigentlich gut aufgestellt sind und was sie eigentlich für Kräfte haben und die halt besonders unter Yoda dann so verkackt haben. Boah, ich will gar nicht so viel über Star Wars reden, sonst wird das wieder so, ich kann da stundenlang drüber reden. Ich bin aber auch gerade überhaupt nicht in der Lore, ich bin gerade bei Marvel eher drin. Naja. Ja, es wird jetzt sicher auch immer wieder anders gedreht, ne? Ja, wie gesagt, ich finde es halt okay, wenn man das erklären kann und da kann man sich das einigermaßen wieder zurechtpacken. Und das ist auch wiederum diese Sache mit, nur weil das jemand im Universe sagt, heißt das ja auch nicht, dass das in Universe stimmt. Ich sag mal, wie viele Leute gibt es, die hier an eine flache Erde glauben, ne? Und, ne, so als Beispiel, nur weil das da irgendjemand sagt, heißt das ja nicht, dass es so ist, so. So, wir haben Dins Feuerinferno. Kannst du nicht nur für Artefakte nutzen, du kannst damit auch manches in Brand setzen. Ja, und das hätten wir vorhin gebraucht. So, man kann sich immer heilen. Aber naja, Star Wars ist halt wirklich so ein Ding, da musst du so viele Abstriche machen, um da irgendwie Spaß zu haben. Ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Stimmt, stimmt. Okay. Boah, das ist auch total schwer, sich das heute so wie du das jetzt sagst, doch anzugucken, weil für mich waren halt schon immer gab es halt 1 bis 6. Klar, ich weiß, dass das nicht so war, ne? Aber dass dieses Gefühl, das existiert irgendwie so, ne? Das ist schwierig irgendwie. Aber krass, ja. Ich fand auch cool, wenn du dir das anguckst, die Originals, ist das ja auch so ein bisschen so, wie die jetzt auch in der Ahsoka-Serie aufgebaut haben, dass theoretisch jeder irgendwie mit der Macht verbunden sein kann. Das haben die aber in den Prequels wieder rausgepackt, mit den Midichlorianern. Ja, obwohl ich das auch wiederum cool finde. Ich mag das irgendwie, wenn man eine Lore total ausweitet. So. Irgendwie mag ich das, aber ja, genau, das ist aber auch ein Riesenproblem. Ja, na gut. Ja, die haben das halt so ein bisschen angedeutet. Aber kann man gucken, wenn man Clone Wars mochte und Rebels mochte. Ist halt das Filoni Wars sozusagen. So. Dann machen wir jetzt noch eine Sache. Und dann wollen wir weitergehen. Ja, ich fand Mandalorian Staffel 3, ich sag mal, inhaltlich okay. Nee, nicht inhaltlich. Gerade das war ja das Problem. Ich fand's eigentlich in Ordnung zum Gucken. Aber es ist halt, es hatte so viele Probleme. Es hatte so unglaublich viele Probleme. Besonders, weil so viel auf Null gestellt wurde. Ja, also ich gucke alles von Star Wars. Wie gesagt, ich lese ja auch die Bücher, ich lese die Comics und sowas. Deswegen, ich gucke mir da alles an. Aber es war halt wirklich, ja. Ich weiß nicht, bei Book of Boba Fett zum Beispiel hatte ich mega Spaß einfach mit. Ich hatte richtig Spaß mit der Serie. Da war mir auch kackegal, was da war. Aber Mando Staffel 3. Ist aber auch wie Obi-Wan. Obi-Wan ist eigentlich eine voll geile Serie. Für sich. Aber hat so viele
inszenatorische Probleme. Boah, ich will gar nicht weiterreden. Ich könnte jetzt stundenlang reden. Ich will das Spiel nicht spielen. Sorry. So, wir müssen jetzt erstmal das machen. Wir machen gleich eine Pause, dann können wir auf jeden Fall quasseln darüber ein bisschen, wenn du Bock hast. Weil wir müssen jetzt zum Tempel der Zeit. Und jetzt machen wir das. Eines der wichtigsten Sachen überhaupt in dem Spiel. So, ich werde gleich darauf antworten. Ich will einmal kurz hier die Story hier ein bisschen haben. Und wie gesagt, wenn wir das Schwert haben, dann können wir kurz Pause machen. Boah, ich liebe diese Städte. Und als man die in Twilight Princess wiedergesehen hat, ne? Boah, Leute. Ich weiß ja, das habe ich bei einem Kollegen gesehen. Da habe ich ja wirklich erst richtig angefangen mit Videospielen damals. Willst du mich jetzt verarschen? Hier sind, ja. Ich stand, glaube ich, nicht nah genug dran, ne? Jetzt kommt mein Lieblingsmusikstück. Moment, bin ich doof? Ach, ich muss die... Ja. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Weil ja, spiel das Hymne der Zeit und nicht das Lied der Dinger. Jetzt kommt's. Aber auch ein schöner Hint eigentlich, dass das eher so, dass es ja separat ist von der Königsfamilie, sondern das geht ja eher um die Zeitsachen und so. Einfach geil. Einfach geil. So. Da sind wir. Was? Ist das nicht? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, doch. Also ich weiß es schon, aber Link weiß es doch nicht. Dieses legendäre Klinge. Das Masterschwert. Jo. Und mit diesem Cliffhanger machen wir Pause.